So, Hallöche, meine Freunde, willkommen zurück. Wir sind jetzt gerade im Landeanflug auf die Ausrüstungsstation, wo wir ein paar Reparaturen vornehmen werden. Und ich glaube, auf der Ausrüstungsstation können wir auch kleine Schiffe kaufen, ich mich nicht irre. Und dann werden wir mal schauen, wie sie uns wieder gegen die Station ballert. Nee, das wollten wir eigentlich nicht schauen. Was wir hier so Schönes kriegen für unsere Talerchens. Ich wollte ja Handel treiben. Langfristig gesehen ein kleines Handels- und Produktionsimperium aufbauen. Ob uns das gelingt, keine Ahnung. Ob der Spielspaß lange genug bestehen bleibt, auch keine Ahnung. Aber zumindest den Versuch werden wir starten. Und dazu brauchen wir natürlich Händler. Und Handelsschiffe. Und Eskorten für die Handelsschiffe, weil die hier ganz gerne mal überfallen werden. Und Landebuchten. Landebuchten. Bitte würdest du jetzt die Güte besitzen und dieses Schiff auf dieser Station landen? Sieht nicht so aus. Oh, wir haben es gefunden. Schön. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Andockrampe 9. So. Das hilft uns jetzt nicht besonders weiter. So, gehen wir kurz aufs Schiff, dann gehen wir dahin und wir kein Schiff kaufen. Also, wir machen das anders. Spring raus. Es gibt wohl keine Schiffe, wie es aussieht. Aber zumindest können wir Reparaturen vornehmen. Das ist aber teuer.
Nee. MK1. Schilde, dickere Schilde brauchen wir. Schild 910. Bisschen mehr. Schon erheblich mehr. Aber das frustriert mich gerade ein bisschen. Teuer. Ne, das lassen wir mal. Wir nehmen den Schildgenerator mit und wir gucken mal, was wir noch an Kniften haben. Pulslaser. Pulslaser. Dann nehmen wir mal die MK2-Version. Na? Upgrade, 1 Minute. Tja, da müssen wir wohl noch ein bisschen arbeiten gehen und weiter suchen. Bis wir einen Raumdock finden. Hallo. Hallo. Okay, ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal noch hier guck mal das Kunstwerk zurückbesorgen. Das befindet sich da. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Neuen Schilden und neuen Waffen sollte uns das vielleicht ein kleines bisschen leichter fallen. So, auf geht's, Madame. Fahren Sie los. Kommandant Kain. Tja. Befehl nichts. Wie kriege ich denn da einen Kommandanten hin? Vor allem, oder was macht der Kommandant? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen, lassen uns von der Troller einmal dorthin fliegen. Dann holen wir die Gemälde zurück. Kassieren noch mal ein bisschen Kohle. Und dann geht's weiter im Text. Erst einmal weiter Quests erledigen. Missionen sind's ja hier. Missionen. Komm, Mädel, flieg. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich komme vorher ins Cockpit, leg dir meinen Arm um die Schulter. So. Die Aussicht genießen. Auf geht's. Wir haben blutige Arbeit zu erledigen. Na, nicht wirklich blutig. Diese Piloten müssen ja nicht zwangsläufig sterben. Wir brauchen die ja nur dazu überreden, ihren Scheiß also unseren Scheiß auszuwerfen, beziehungsweise den Scheiß unseres Kunden abzuwerfen.
solche Aufträge dann eigentlich auch später NPCs erledigen lassen kann. Das wäre natürlich sehr cool. Erreiche System. Dreieinigkeit. Fliegt so die Kurve da runter? Nee, brauchst du nicht. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Diese Highways finde ich geil, Alter. Die sind echt cool gemacht. Und die sparen haufenweise Zeit. Erreiche System, frommer Nebel. Okay, da ist er ausgestiegen. 70 Kilometer zu früh. Handelsdock. Ist natürlich scheiße, wenn der am Handelsdock ist, dann kann es passieren, dass ich warten muss, wenn der angedockt ist, bis der wieder rauskommt. Eine neue Mission. Nee, das machen wir nicht. Ich habe keine Lasertürme, können wir keine aufstellen. So, da ist er. Mädchen, steig aus, ich muss das übernehmen. Nur 40 Kilometer, 40. Stoff geben. Auf diese Station. Ich habe die Station nicht angegriffen, Jungs. Ich habe nur diesen Frachter, Captain bestraft. Oh, Ansehen verloren. Unautorisierte Tötung. Hoppala! Das war so nicht geplant. Ja, na gut, dann ist das halt so. Was haben wir denn jetzt noch an Missionen?
Guck mal, wir haben hier eine Beförderung, die wir uns abholen können. Dazu steigen wir aus dem Stuhl aus. Hallo. Und bitten unsere Tante, uns dahin zu bringen. So. Ab dafür. Jo, und wieder eine Mission erledigt. Nicht ganz der Ausgang, den ich mir gewünscht hätte. Ich hatte gehofft, ich kann ihn dazu überreden, dass er seinen Frachter verlässt und... Aber manche Kapitäne gehen halt lieber mit ihrem Schiff unter, als das Schiff aufzugeben, wie mir scheint. Naja, gut. Gab ein bisschen Abzug in der Beliebtheitsnote. Aber es reicht anscheinend immer noch für eine Beförderung. Und so eiern wir weiter durch die Galaxie. Warum fliegt sie jetzt eigentlich so verdammt langsam? Ah, ich verstehe, weil sie auf den Highway will. Nicht wie ich dann einmal dran vorbei und da 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 da. Auftrag ausgeführt. Ach Gott, die hat noch den alten Auftrag gehabt. Idiot. Da hätte ich aber auch drauf kommen können. Mann. Ich habe ihr vorher das Lenkrad aus der Hand genommen. Naja, es ist halt wie es ist. Manchmal steckt man halt nicht drin. Manchmal übersieht man auch Sachen. Glaub mir, das geht schneller als man denkt. Wie oft sitzt man vorm PC, guckt Let's Plays von irgendwelchen Leuten und denkt sich, oh mein Gott, da ist doch was du suchst. Und er sieht es nicht. Und seit ich selber Let's Plays mache, ist mir das halt natürlich auch aufgefallen, dass mir dieselbe Situation schon mehr als einmal auch passiert ist, dass ich einfach Sachen übersehen habe, wo ich nachher beim Gucken so für mich gesagt habe, oh mein Gott, wie dämlich muss man sein? Da ist es doch. Bei Arklets erst. Ich suche in meinen Kisten nach Leder und wühle und wühle und wühle und find's einfach nicht und dann, ja, guck das Video, bevor ich es hochlade und Ich mach die Kiste auf und ich sehe, da liegt Leder, aber ich sehe es einfach nicht. Macht das Sinn? Nein, aber es ist halt manchmal so. Man sieht manchmal echt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Genauso wird es in jedem anderen Spiel auch sein. Es kommt halt einfach manchmal vor, dass man Sachen übersieht. Ich hätte auch aufhören können zu schießen. Dann wird er ja auch nicht gestorben. Unautorisierte Tötung. Er hätte auch sein Schiff aufgeben können. Dann wäre auch nicht gestorben. Naja, man weiß nicht. Aber vielleicht hätte ich ihn ja trotzdem gekillt. Aber So, Uschi, was ist jetzt? Gleich. Jum, da ist einer vorbeigenagelt. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Autobahn mag? Ja, aber ich mach nichts, ich sag's nochmal, weil ich find's cool.
sparen so unglaublich viel Zeit und sind so unglaublich schön anzusehen. Und was ist jetzt wieder das Problem? Komm raus, mein Stuhl. Die Landung besser hinkrieg. Ohne Werft dran. Sieht zumindest so aus. Dürfen wir denn jetzt? Jawohl. Das ist easy, das hätte sie wahrscheinlich auch geschafft. So, gelandet. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja, grüß dich. So, dann wollen wir mal gucken. Dann gehen wir einmal ins Büro. Grüß dich! Schön, Sie zu sehen, Freund. Wir haben Sie und Ihre Taten mit Interesse verfolgt. Forderungen nach Ihrer Anerkennung wurden immer lauter. Ich finde Gefallen daran, euch einen neuen Rang im großen Gottesreich von Paraniden zu verleihen. Wie allen Ehren, die durch die Paraniden verliehen werden, gehen auch diese mit angemessenen Privilegien einher. Doch seid gewarnt, Verrat führt nicht nur zum Verlust eurer Privilegien, sondern auch zum Verlust eures Lebens. Da wir euch für würdig erachtet haben, glauben wir jedoch nicht, dass dies eintreten wird. Geht hinfort und erfreut euch an euren Belohnungen. Einige Organisationen in unserem Reich werden euch nach unserer Entscheidung vielleicht kontaktieren wollen. Fühlt euch gesegnet und setzt eure ehrbare Reise fort. Mögen die heiligen Flammen euch den Weg weisen. Gute Reise! Jawohl! So, wir sind jetzt Freund des Gottesreichs. Naja. So soll es denn sein.
Okay, was können wir denn noch so tun hier? Ist denn hier verfügbar, was zu kaufen, was zu... da wollte ich doch nicht hin. Hier gibt's doch Schiffe XL und L. Large ist zu teuer. Aber wir können ja mal kurz gucken, wie sehen sie denn aus? Das geht ja richtig, von der Optik her gefällt mir der ganz gut. Ja, da kann man mit leben. Aber leider auch wieder nur große Kähne. Träger. Okay. Naja gut, ist das halt so, wie es ist. Brauche doch aber S-Schiffe, oder M vielmehr, M. Erstmal, bis ein paar Talers da sind. Okay, die Folge hat dann auch schon wieder ein Ende. Wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge.